Linguistik in 60 Sekunden. Nummer 44. Verb-Inselkonstruktionen im frühen Spracherwerb. Der Konstruktionsbegriff hielt seinen Einzug in der Spracherwerbforschung, wo sprachliche Strukturen als Formfunktionseinheiten aus dem Input abgeleitet werden, die Sprache summiert ein emergentes System ist. Nach Thomas Seller besteht Sprache aus Konstruktionen. Eine Konstruktion ist eine schematische Einheit mit mehr oder weniger offenen Slots. Teile dieser Konstruktion können lexikalisch fixiert oder produktiv und durch andere Ausdrücke ersetzbar sein. Konstruktivistische und konstruktionsgrammatische Ansätze zum Spracherwerb erlauben es, die Funktion der Strukturen in konkreten Diskurssituationen einzubeziehen. Grundlage für den Erwerb sprachlicher Strukturen ist die Äußerung in ihrer kontextgebundenen Manifestation. Anschließend formulierte Thomas Seller die Verbinsel-Konstruktion-Hypothese. Sprachlerner bauen hier um gelehrte Verben herum in lexikalisch variante Slots neue Wörter ein und erweitern so ihr Sprachwissen. Mama essen bedeutet dann zunächst Verschiedenes, wird aber in weiteren Spracherwerb ausdifferenziert.